Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe hier eine Freundschaftsanfrage. Keine Ahnung, wer das ist. Weiß ich nicht. Nehme ich erstmal an, kann ich immer noch mal irgendwann aussortieren. So, ja, was machen wir jetzt? Moment, bleibt mal stehen. Mary hat ein kleines, das ist in Morland. Werbung für Fort Pinter, hochklassiges Getreide. Ich brauche mehr Wolle, Plätzchen im Schloss. Und, das ist das Gasthaus bei der Brücke. Das ist Silverclad Village. Silverclad Village. Die Silverclad Felder. Fort Pinter und Moorland. Moorland ist ja hier. Schauen wir mal, ob wir hier was kriegen. Dann machen wir nämlich erst das hier. Weil. Okay, Moment. Wo soll das bitte sein? Mary, da. Ah, okay. Auf dem Weg nach Fort Pinter steht die, glaube ich, irgendwo. Weiß ich, glaube ich, um was es da geht? Ich habe Post. Das ist auch schön. So, jetzt gucken wir erstmal nach der Mary, dass wir das auf jeden Fall fertig bekommen. Dass wir da mal schauen. Dann würde ich sagen, was machen wir das? Gehen wir nach Silverglade Village und machen da erst fertig oder gehen wir nach Fort Pinter und machen da? Eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg nach Fort Pinter, ne? Lass uns da erst abschließen. Machen wir Fort Pinter jetzt fertig. Wir machen jetzt mal ein Gebiet nach dem anderen fertig. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder ob das immer durcheinander ist. Das wäre auch in Ordnung. Wir schauen mal. Hallo, stopp, stopp, mutige Reiterin. Du musst mir helfen. Heute Morgen ist mein kleines Lamm Twinky vor Angst weggerannt. Sie ist in die Felder Richtung Westen gelaufen. Ich glaube, ich kann sie manchmal vor Angst schreien hören. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich kann keinen einzigen Schritt tun. Wenn du allerdings meine kleine Twinky finden könntest, dann wäre ich überglücklich. Oh, ich hoffe, die Wölfe finden sie nicht vor dir. Ich weiß, du solltest ein wenig frisches Gras pflücken und ihr geben. Das ist ihr Lieblingsessen. Das sollte sie beruhigen und sie dazu bringen, dir zu folgen. Oder sie wenigstens dazu bringen, nach Hause zu laufen. Gib ihr mehr leckeres Gras und sie wird dir folgen. Okay. So, Richtung Westen ist die gelaufen. Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Gras ein. Huch. Richtung Westen ist ja hier lang. Das ist da lang. Da gehen wir doch mal da lang gucken, ob das Schäfchen hier irgendwo ist. So. Gras haben wir jetzt einiges. Ah, da ist es. Da ist Twinkie. Hallo, du kleines Schaf. Lauf nach Hause. Das dauert jetzt ein bisschen. Das Schaf ist voll langsam. Lauf mal schneller. Mäh. Ah, jetzt gibt es ein bisschen Gas. Das sieht voll cool aus mit den Ohren, wie die so wackeln. Okay. Ah, und noch mehr Gras. Ne? Sehe es nicht? Ach, da vorne. Ah, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Dürfte eigentlich nicht mehr so viel Gras sein, was wir brauchen. Das sollte reichen. Jetzt wackel doch mal ein bisschen schneller. Ach, ich finde, das sieht witzig aus.
Scharf, du siehst witzig aus. Nee, es war so klar. Jetzt muss ich rückwärts laufen. Scharf, du bist langsam. So, geschafft. Wir sind angekommen. Hallo, ich habe dir dein Schaf gebracht. Du hast sie gefunden. Du bist wirklich die mutigste der Mutigen. Um weiter in die unbekannten Gefilde Morlands vorzudringen, musst du schrecklichen Gefahren gegenübertreten und unversehrt mit den Hilflosen und Unschuldigen zurückkehren. Ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Du bist ein wahrer Moorland-Champion. Ich werde eine Petition beim Rathaus einreichen, um dir zu Ehren eine Statue aus purem Gold errichten zu lassen. Danke, mutige Reiterin. Danke. Oh ja, eine Statue wäre cool. Jetzt hat unser Pferd wieder keine EP gekriegt. Na? Pflege plus 1. Sieht nett aus. Eine Capri-Hose, ne? Nee, aber hat Pflege plus 1. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, wir haben Springen auch noch plus 1. Okay, schauen wir mal. In Fort Pinter kriegen wir bei James auf jeden Fall was. Da können wir die Fotos, glaube ich, waren das, ne? Machen. So, schauen wir dann mal. Hier gibt es ja auch noch eine Rennstrecke, die wir dann auch noch machen können. Das kann man, glaube ich, auch bei James machen. Und bei dem kann man eben auch dann die Quests abgeben für den Stall sauber machen. Aber das würde ich jetzt, wie gesagt, erstmal nicht machen, die Stelle. Das lasse ich jetzt erstmal weg und warte, was ihr dann dazu sagt. So, hier gibt es auf jeden Fall ein Shire Horse vorne stand es und hier gibt es eben einige andere. Das ist ein norwegisches Kaltblut. Genau, für dich auch total knuffig. Du bist ein Oldenburger. Oldenburger mag ich jetzt persönlich nicht so. Den hier finde ich klasse. Da habe ich den Namen vergessen. Ich denke immer, das sind Lipizzaner. Aber das ist ein friesisches Sportpferd. Aber es ist cool mit den Punkten. Es gibt mehrere Farben anscheinend. Friesischen Sportpferd. Hier. Ja, das sieht nett aus mit den ganzen Punkten. Gefällt mir. Das hier finde ich auch total süß. Ein arabisches Vollblut. Voll goldig. Gott, bist du goldig. Okay. Und da haben wir noch. Was bist du? Das kann ich so. American Quarter Horse. Okay. Echt jetzt? Ja, doch, könnte hinkommen. Okay, also das norwegische Kaltblut würde mir gefallen und hier das gepunktete friesische Sportpferd eigentlich auch. Aber wie gesagt, ich mag so diese Zottelmähnen und so. Aber ich habe ja eigentlich auch schon ein anderes angepeilt. Einen Tinker. Ich will ja eigentlich einen Tinker. So, James, hallo? Werbung für Fort Pinter. Hallo, wie geht's? Willkommen in Fort Pinter. Ich bin James und ich bin der Leiter hier. Im Moment habe ich ehrlich gesagt super viel zu tun. Siehst du alle diese Leute da? Sie wo alle wollen ihren Ausflug durch einen Ritt am Strand verschönern. Auf meinen Pferden. Und ihre Kinder, sie sind überall. Zumindest kommt mir das so vor. Also, das mag sich jetzt komisch anhören, aber irgendwie mag ich diese Leute trotzdem. Sie bezahlen immerhin meine Rechnung, nicht wahr? Ja, okay. Ach so, ich muss Post aufhängen. ja, habe ich da irgendwas übersprungen? Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Macht aber nichts. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein Platz, wo ein Poster hin muss. Ist das das Poster? Nee, das ist Besitzurkunde Poster. Da, ah, die Rolle. Okay. Da hinten kommt Poster hin. Und wo kommen denn noch welche hin? Hier ist ab und zu mal eine Disco. Ab und an.
Habe ich schon gesehen. Es macht Spaß, dann da zu tanzen. Und hier kann man sich hinsetzen und essen. Das machen wir gleich auch mal. Können wir eigentlich jetzt mal machen? Finde ich nämlich auch total toll irgendwie. Irgendwie kann man sich dann hier hinsetzen. Und kann dann, wir haben ja ein Kokosgetränk und einen Eistee. Wir trinken mal einen Eistee. Kann man sich jetzt da hinstellen und kann den trinken. Und man kann sich auch was bestellen. Das finde ich so klasse. Dann kommt die Bedienung. Und man kann sich dann hier einen Kaffee bestellen. Oder auch einen Kuchen. Und einen Tigerkuchen und einen Donut. Und was ist das? Ein Glas Wasser und ein Glas Milch. Ah, lecker. Rosa Limo. Oh, ein Blaubeer-Cupcake. Ja, den würde ich jetzt essen. Ja, und dann einfach, nach einer Weile verschwinden die Sachen dann einfach. Die sind halt dann leer. Und dann, kann man wieder gehen. Mal eben schnell gucken, was ich überhaupt noch habe. Erdbeereis habe ich auch noch. Und das war die, ach so, das war die Springjacke. Pflegehose. Und das ist noch auch eine Jacke. Die würde ich mal verkaufen und die Hose können wir auch verkaufen. Und die Jacke würde ich mal behalten, weil die echt 8 Springen drauf hat. Das ist ein bisschen viel, um die einfach mal eben wegzugeben, finde ich. So, können wir das mal hier so aufräumen. Okay, gut, dann gehen wir. Was ist das hier? Ach, das ist nur die Hilfe. Das steht dann auch, dass man das eben platzieren kann und so weiter. Gut, wir gehen jetzt aber, denn wir haben ja nicht viel Zeit, um hier rumzusitzen. So, die Plakate. Da kommt noch ein Plakat hin. Hier. Und da hinten. Da kommen zwei hin. Einmal hier. Und dann noch da vorne. So. Gut, dann können wir abgeben bei James. Die Plakate haben wir ja aufgehangen und da müssten wir hier irgendwann auch das Rennen bekommen. So, Werbung. Wow, ich kann nicht glauben, wie toll das aussieht. Dieser Ort wird vor Touristen platzen. Speicherkarte. Hey, weißt du was? Es gibt da diese Sache, die ich gerne machen würde. Zusätzlich zu der Arbeit mit den Stellen. Du magst mich jetzt für verrückt halten, aber ich liebe Postkarten und würde gerne meine eigenen machen. Das wäre außerdem eine gute Methode, um noch etwas mehr Geld aus den Leuten zu schütteln, die zukünftig über unsere Reitbahn herfallen. Ich möchte ein paar schöne Fotos machen und dann Postkarten daraus machen. Das Problem ist, dass ich die Speicherkarte von meiner Digitalkamera verloren habe. Und jedes Mal, wenn ich zum Geschäft gehe, ist es geschlossen. Ich habe schon eine neue online bestellt und bezahlt. Sie muss nur noch abgeholt werden. Könntest du das vielleicht für mich machen? Aber natürlich. Sicher, James. Dann holen wir die. Die müsste ich hier ums Eck sein. Ich glaube hier. Oder? Oder da? Nee. Erstmal hier drehen. Bleib mal stehen. Willst du den Namen deines Pferdes ändern? Nein, will ich nicht. Dann warst du der Falsche. Ist das hier der Richtige? Nö. Auch nicht. Hoch? Hä? Ah, hier. Ja, man sollte gucken, wo es glitzert. Dann kann man das auch abholen. Gut, okay. Dann gehen wir zu James zurück. So, da sind wir.
Und da hast du deine Speicherkarte. Endlich! Du hast die Speicherkarte. Danke. Bitte. Fotos. Wem mache ich was vor? Ich habe ja gar keine Zeit, um Fotos zu machen. Vielleicht könntest du das auch für mich machen und dann könnte ich daraus Postkarten machen. Hier hast du die Kamera. Reite ein wenig in der Gegend herum und schieße ein paar Fotos. Das wäre super. Okay, natürlich, klar. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Kriegen wir hin. Dann einmal hier ein Foto. Knips. Und dann da hinten Fotos irgendwo. Ah, da. Hier. Das ist ein schönes Bild. Da sind wir nämlich selber drauf. Da noch. So, drei Stück. Und dann müssen wir mal gucken. Dann war das. Ist das in die Richtung hier, ne? Vorne raus. Gucken. Hier lang. Ja. Das ist da vorne irgendwo. Und wo genau? Da. Da glitzert's. Dann haben wir schon vier. Und dann in die Richtung weiter. Da glitzert's. So, und das letzte. Und zwar hier. Und dann sind wir fertig. Dann kommen wir wieder zurück zu James. So. Ja, und dann mal gucken. Mal schauen, was der noch so für uns hat. So, angekommen. So, die sind super. Weißt du was? Warum machst du ab jetzt nicht immer Fotos für mich, wenn du hier bist? Die Touristen werden verrückt nach denen sein. Okay, das heißt, wir haben also eine tägliche Quest bei ihm jetzt mit Fotos machen, glaube ich. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die kann man dann täglich machen. Gut, okay. Jetzt würde ich erstmal den Part beenden und wir machen dann im nächsten Part bei James weiter. Also bis denn. Ciao, ciao.